Moin moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom FIFA 18 Karrieremodus mit Holstein Kiel. Wir wollen heute in der Europa League gegen Thun ran. Und ja, ich habe mal so ein bisschen geschaut, ein bisschen hier umgestellt, ein paar andere Spieler reingeholt und ja, wollen wir hoffen, dass wir heute ganz toll knipsen werden. Und ich hoffe, euch wird es wieder gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Das wäre sehr schön. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn einfach mal jeder ein Däumchen abgibt. Das wäre cool. So, wir haben auf jeden Fall jetzt die Schweizer als Gegner. Dark Life wollte ganz gerne spielen. Aber habe ich ihn noch nicht aufgestellt, ne? Kommt vielleicht zur Halbzeit nochmal rein. Je nachdem, wie es steht. Wir haben natürlich eine gute Voraussetzung. Oh oh, oh oh. Okay, Keeper. Gut, ab nach vorne. Einmal dahin. Auf Stesen. Jetzt oben lang und Schindler kann den Ball nicht kriegen. Wir bleiben dran. Da wird gerade die Tabelle eingeblendet. Wir haben 9 Punkte. Ich muss jetzt nur noch irgendwie den Weg da durchfinden. Und jetzt kommt es da über den Flügel. Come on. Ja. Okay, so nicht. Super, come on, Schindler, Schindler, Schindler. Oh, da ist ja gar keiner. Aber wir kommen ran wieder. Turgenson. Oh, yo. Also da wären wir noch dran gewesen, aber den haben sie sehr schön verteidigt. Eigentlich sollte der Ball auch stissen, alles klar. Schön. Und was? War das jetzt ein Foul? Ich habe das jetzt gar nicht richtig gesehen. Habt ihr abgeschlossen? Oh, ja. Gibt hier Elfmeter. Okay. Der beste Mann im Elfmeterspiel ist Osave. Oh oh. Oh, den macht er rein. Ohoho. Und hier wird es direkt angezeigt. Ich verstehe es nicht. Elfmeter wird wohl sofort angezeigt. Bei den normalen Toren erst beim Anschuss wieder. Oh Mann, und ich dachte, ich schieße den einfach komplett daneben. Aber haben sie gut gerochen? Noch einmal. Stark, richtig stark. Den kann man da kaum halten. Und dann haben wir ein bisschen Glück, dass wir dort den Elfmeter bekommen haben. 1-0. Oh, schön. Schöner Versuch, Osave. Sehr schön. Und dann dreht er sich leider da raus. Sonst wäre das wieder eine Möglichkeit gewesen, das Ding richtig rein zu platzieren. Denn der Keeper kam oder wäre da nicht mehr rangekommen, meine ich. Nein! Was war das denn? Das sollte ein Finesse-Schuss sein. Oh, Mann. Was? Das habe ich ja noch nie gesehen bei Osave. Ist der Position Finesse-Shot nicht drin? Aber der ist drin. Sercek. 0-2. Wieder direkt abgefangen. Schön mit der Hacke gespielt. Und den macht er rein. Super. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Richtig schön gespielt. Also gekämpft und das Ding gemacht. Tim Yüksel Sercek. Oh, gut. Nächster Versuch. Come on, come on. Pässe kommen und gehen. Also, das war mal nicht so verkehrt, ne? Das ist der zweite Reihe, aber der ging ein Stückchen daneben.
Er hat sich, also aus der Perspektive, so wie wir das gesehen haben, sah das nicht schlecht aus, aber dann aus der ja, eigentlichen Perspektive, so wie der Ball geschossen wurde, war es dann natürlich nicht korrekt, nicht gut. Und der nächste Schuss, der nehmen. Also wir schießen, schießen, schießen. Puh, quirlig im Angriff, ja. Also wir sind hier wirklich die Mannschaft, die hier Chance um Chance eben hat. Und dann gibt's da, ja, nix. Gibt erstmal eine Halbzeitpause, würde ich mal sagen. Also wir haben die gar nicht da aus der eigenen Hälfte rauskommen lassen. 4 zu 8 Schüsse. Jetzt sind wir gerade richtig stark. Cool. Gut, den wollen sie regulär ausführen. Leverenz kommt rein. Gut. Klaas, Jan Gabriel van Ammoniak. Steven Leverenz ist drin. Ja, so langsam sind halt die Jugendspieler schon stärker als die Erfahrenen. Wow. Okay, Stissen, ja, muss noch gucken. Energie geht noch. Gurki, gut gehalten. Schön. Ist auch nicht so leicht als Keeper, wenn man nicht so viele Schüsse in einer Partie auf den Kasten kriegt, dass dann oder viele Fehler passieren könnten. Jungs, ihr macht das, ihr macht das. Konzentriert bleiben. Sehr gut, schön, super, sauber alles geklärt, so will ich das sehen. So, vielleicht jetzt noch eine zweite Auswechslung. Rulani möchte ja unbedingt rein. Aber ist noch ein bisschen zu früh, würde ich sagen, um Stirsen rauszunehmen. Und ich sehe gerade, wie das Menü abspackt. Ich drücke nochmal Alt-Enter. So, sieht besser aus jetzt, ne? Manchmal muss man einfach wieder in Vollbildmodus gehen, damit das hier nicht so ganz komisch herumflimmert. Oder Schuhhype. Ja, müssen wir gucken. Also ich würde gerne erstmal noch abwarten, dass hier die Frische noch ein bisschen ausgenutzt wird. Geht sogar ganz nach hinten. Osave spielt dann da auf Sercek, der ist da durch. Ah, sollte nicht sein. Okay, jetzt können wir wirklich wechseln, Stissen. Soweit gut gespielt. Holen wir Rulani mal rein. Eieieiei. Also soweit eigentlich gut gespielt und Schüsse aufs Tor auch bekommen. Nur hat es da irgendwann gehapert. Abschlüssen, ne? Zwei Dinger reingemacht, aber das ist nicht genug. Genau, sehr gut, come on. Ja, sehr schön. Ah, kein Mann in der Nähe. Ah, zwei Mann über den Fuß gerollt. Ja, 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 ja. Jetzt kommt es hier über den Flügel. Und der Ball ist weg. Gibt's Ecke, okay. Ich dachte, der Gegner hätte ihn weggeköpft, aber das waren dann wohl wir. Kriegst einfach nicht den Drecksball zum Kontern. Come on. Der Keeper war nämlich draußen, da hätte ich so gerne einfach das Kontertor gemacht. Mist, zu lang gezögert. Leverenz. Der hätte auf Osave gehen können, jetzt geht es nochmal über den Flügel. Ach. Come on, einfach raus. Pfeif ab. Und vorbei die Partie. Ja, viele Schüsse. Einfach daneben gesetzt. Sehr schade. Gekämpft haben wir auf jeden Fall. Es war soweit alles ganz gut. Zweite Hälfte sehr stark nachgelassen.
Ist aber okay. Und ja, Euroleague, ne, das konnten wir mal machen. Fand ich in Ordnung. Dann mal vorgespult. Gegen Schalke. Monatsbericht der Jugendmannschaft. Okay, gucken wir mal durch. Das sind alles immer Spieler, die wir jetzt nicht so ganz gebrauchen können. Er hier, ja. Ein RV, IV Torwart. Hey, sind alle gut, ne? Theo Forster. Mhm. Können wir im Prinzip alle mitnehmen. Und dann sind das halt wieder Spieler, die durchaus Potenzial haben, ne? Pass mal auf, wir nehmen die einfach alle mit. Und ich würde sagen, denen gebe ich mal wieder Spielernamen. Die haben alle akzeptiert. Und da könnt ihr mal gespannt sein, wer da als nächstes in der Mannschaft drin ist. Ne? 2. Dezember haben wir jetzt. Ganz kurz das hier angeguckt. Ich weiß gar nicht, wie viele Verbesserungen wir bisher haben. Ach, das sieht alles gut aus, ne? Ja. Also neue Spieler können reinkommen. Ich schau mal, wen ich da hinzunehme. Es sind auf jeden Fall ein paar. Und dann ja, bedanke ich mich bei euch wieder. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.